Willkommen. So, die, wie heisst die Stille? Ja, gell, die. Die künstlerische Pause. Ja, können wir auch mal machen, ja. Oder? Wir können ja so wie Clubhouse-Räume machen. Ich finde ja eh, haben wir nicht das auch schon mal die Idee gehabt? Wir machen so stille Podcasts. Ja, da habe ich immer noch nicht den Sinn dahinter. Noch nicht, gell. Blöd. Ja. Du haust mir mal schnell noch den Host über, weißt du? Dann kann ich den gerade noch schnell. Hä? Das auch noch, hä? Für, weißt du, Funk und Fernsehen. Ja, hey, der Schubert. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr so gelost eigentlich so. Ja, vor allem, wenn du noch den Bass einsetzt, gell? Wirklich, man kann wirklich wie aber im Gebet der Bass. Wenn das Lied kommt, sagst du wahrscheinlich auch allen anderen Menschen, sagst du, jetzt müsst ihr mal, also den Bass, müsst ihr jetzt mal den Bass. Ja, nein, aber das hat natürlich mit meiner Vergangenheit zu tun. Ah, weil, hast du früher viel Bass gehabt? Und da eine kleine Hommage an meinen guten alten Kollegen, Arbeitskollegen, den Dirk. Der Dirk. Sehr schön. Und das war immer das Highlight gewesen. Weißt, wenn du dann auf den grossen Bühnen oder in den grossen Veranstaltungssälen oder so alles aufgebaut hast und dann irgendwann der Ton verkabelt war, dann ist es ja um den Test gegangen, oder? Aha. Und dann, ich weiss, das flasht mich auch wieder das Gefühl, weil wenn dann so das erste Mal das satte Sound in der Halle rumdröhnt, dann ist das eben schon. Ja, das ist Fett! Genau. Ach, verrückt. Mhm. Geil. Und dann haben sie eben immer, die Tönler haben ja dann immer ihre Lieblingssongs, oder? Ihre Lieblingssongs dabei, genau, wo sie genau wissen, dass das eben so verschiedenste Frequenzen abdeckt und so. Und dann lassen sie das krachen und ja. Ah. Da ist eigentlich auch immer ein bisschen gewusst, welcher Tönler gerade auf dem Set ist, weil dann je nach Lieblingslied, der gelaufen ist beim Soundcheck, hast du gewusst. Ah, Sepultura. Genau. Oder ja, so. Oder so. Ja. Ja, krass. Geil. Mhm. Ja. Lass mal schnell, wie ist so dein Happiness-Level heute? Also was ist das für ein Test? Ich meine, du kommst schon direkt aus der Assessment-Welt. Ich meine, du hast jetzt ja Erfahrung, oder? Wo ich ja wirklich, oder? Ein Schulbub bin. Ist nicht cool, aber... Nein, einfach so ist mir gerade so... Ah, schon eine ernste Frage? Und, ja, wirklich. Was war die Frage? Happiness Level. 0 bis 100? 9. Ja, ich finde, das ist ein bisschen mehr Spielraum. Weißt du, so, nachher bist du irgendwie so 0 bis 100, das hörst du dann nicht und bleibst so irgendwie der 1 bis 10 und sagst, ja, 9. 9. Oh. Oh. Ein bisschen wenig. Hey, ich weiss es nicht. Also es ist wie immer freudvoll, dich zu sehen. Und dass ich weiss, dass heute wieder der Tag ist. Healing, ja, Healing. Schon wieder Healing 2. Part 2. Ja, wieso? Also ich weiss es nicht, was es heilt. Das ist ja ein Prozess. Eine Momentaufnahme, oder? Ist ja ein Prozess. Aha. Ja, nein, also irgendwie war es heute so ein Produktionstag gewesen. Der ist irgendwie so ein bisschen, weißt, so ein bisschen geil, was du alles irgendwie so rupfst und machst, oder? Und dann aber irgendwie ist es auch gleichzeitig in so Produktionstag halt auch so fies, dass bist ja gleich so wie nicht fertig. Also du hättest einfach gerne nochmal 7 so Tage geht aneinander, ohne schlafen. Oder? Und wieso geht das nicht? Ja, weiss nicht. Also man kann schon zu einem Punkt kommen, wo man sagt, so, also jetzt für heute ist es jetzt gut, gell? Da kommt der Verstand und sagt, ist ja geil. Ja. Hättest du gern, dass du fertig bist? Ich wüsste sonst noch 2-3 Sachen, wo du noch nicht fertig bist. Den meine ich. Und dann sagst du so, ja, ich weiss, aber jetzt mache ich jetzt mal das. Dann sagt er, das kannst du schon, ist ja Wahl. Das ist so der Wissende, der hinter dem Verstand wohnt. Ah, der? Nein, ich glaube, es ist aber direkt der Verstand, der ist ein Arsch. Eben, ja. Ja, darum sage ich. Der Wissende ist ja noch schlimmer.
Ich adressiere ihn direkt. Eben. Ja, das hilft. Ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt auch wieder so ein Konzept. Ja. Ja. Konzept kennst du? Oh ja, mein Gott. Das kann ich wirklich zu mir. Wie viel PowerPoint-Slides hat eigentlich der das alles erfunden hat, gebraucht? Gute Frage. Ja, und vor allem bevor es da irgendwelche Internetplattformen gibt, wo man da Templates kann abladen ohne Ende. Ja, arme Sie. Von Hand. Gemeißelte. Handarbeit. Handarbeit. Gemeißelte PowerPoint-Slides. Das wäre eigentlich auch schön. Das wäre so ein. Ja, ich meine, die 12 Gebote sind ja eigentlich so im übertragenen Sinn eine PowerPoint-Präsentation gewesen. Einfach ein bisschen gemeißelt auf Stein, oder? Ja. Das ist eigentlich die erste PowerPoint-Präsi. Habe ich jetzt wieder 12 gesagt? Ja, durchaus 12. Aber ich mit dem Rechnen habe ich es ja nicht so. Genau. Ich weiß gar nicht, immer 12. Also weißt du etwas, 12. Weißt du etwas mehr als wir, alle Normalsterblichen? Ja, wahrscheinlich. Ich habe vielleicht einmal so eine Eingebung und dann werde ich zum Healer. Ja, liebe Leute, also es ist ja so, also ich erlebe mit dem Paddy ganz viel Healing. Jetzt schon, also es ist jetzt schon. Neuer Buchtitel. Das 11. und 12. Gebot, oder gibt es das schon? Ja, also das 11. würde ich jetzt beanspruchen, weil der Opa hat ja immer gesagt, 11. Gebot scheisst dich nichts. Oder? Deswegen da wäre jetzt schon, aber jetzt das 12. würde mich wundern. Ja, können wir erfinden. Ja. Nein, du tust das channelen, gell? Von wem auch immer. Suchst du einen aus? Ich lasse mich erleuchten. Irgendwo. Ah, ich lahm mich. Ist das so ein Zertifikat? Ja, sowieso. Geil. Ja. So ein, wie heisst denn das nachher? So ein MBE. So, weißt du, so ein ja, Master of Business Elevation. Okay. Ja. Sehr schön, ja. Also pendeln wir ein bei 50 plus Happiness Level in dem Fall. Oh, schön. Gell, nach dem Schluss sage ich eigentlich nie, nein, die Antwort. Ja, das ist geil. Ich tue mich annähern, erläutern und so weiter, aber nachher das, was du eigentlich gefragt hast, da gibt es keine direkte Antwort. Erläutern? Nein, das ist meine. Ja, eben schon wieder so. Habe ich das gesagt? Ja. Ja, dir zu lieb. Siehst, das ist einfach die Symbiose, die wir haben. Das sage ich schon. Heute bin ich in einer Lade gesehen und habe ein paar Bücher gekauft und dann musste ich bestellen. Eben. Oh. Dann habe ich meinen Namen angegeben. ich habe eigentlich keinen komplizierten Namen, muss man ja sagen. Patrick Luther. Ja. Oder? Also CKTH. Gut alemannisch kann man das auch. Genau. Und dann muss ich aber immer sagen, LUTHER und Patrick ohne C. Oder Patrick nur mit K. Und nachher hat die dort in der Klasse gesagt, sie wissen einfach, was sie müssen sagen. Ich sage, ja gut, jetzt nach knapp 29 Jahren der Welt schaffe ich das. Ja. Ja. Oh Mann. Aha. Haust du das dem Fall jetzt schon so eloquent raus, dass man gerade in Respekt... Du hättest auch können sagen, wissen Sie früher... quasi... Nasenwasser war ja der Buchdruck dagegen gewesen. Aber ich buchstabiere jetzt gerne mal meinen Namen. Genau. So eine Schnur noch. Also. Ah ja, das machst du nicht. Nein, das mache ich nicht. Mm-mm. Da bin ich viel ein lieber Mensch. Mm-hmm. Oder hat zu viel Respekt, also die Schnur zu bekommen. Genau. Wie mutig bist du einzustecken. Genau. Ach ja. Ja, sehr schön. Also das Ding ist leer jetzt eigentlich quasi nach der ersten, oder? Es nach ist der ersten. So unglaublich. Es gibt, hast du Flüssigkeiten, wo du einfach schnell kannst ablehren? Es gibt zum Beispiel Kohlensäure ist bei mir wirklich ein Problem. Also ja, Cola zum Beispiel. Ja, gut, aber das kann nein, geht's noch. Das stört sich auch nicht. Also das finde ich ja wirklich das Letzte. Man gibt schon Sättig im Fall. Ja, okay. Ja. Nein, ich habe keine Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt wieder da vor den Kopf stoßen, aber das ist das Letzte. Ja, gar nicht. Nein. Aber so einen Zero-Ice-Tee von der Migros. Immer wieder der. Ja, den kannst du ablehren ohne Ende. Mm. Ja. Ist etwas Wichtiges denn? Also. Die Woche passiert, Mensch, in den News. Nein, in den News. Schon wieder das. Pff.
Hast denn du vielleicht nicht aus deinem Assessment vom Montag, weißt du, irgendetwas für Leadership? Spontan. Nein, nicht einmal. Nicht ernst. Angenehm. Eben halt gar nicht so die trashy Geschichte, sondern okay. Wirklich so ein bisschen. Nein. Mhm. Eigentlich recht okay. Nein, kein Leadership, aber ist mir heute auch in Sinn, dass wir schon lange nichts mehr gemacht haben in diesem Bereich. Ja, gell. Da muss man, aber das muss man auch finden. Das ist ja Trüffelschweinarbeit. Das ist nicht einfach so ein Konzept. Lustig war es doch, eine kleine Anekdote. Weil es sind, also wir sind begleitet von zwei Psychologen. Den ganzen Tag hatte ich einen Herr gehabt und eine Dame. Das ist super, so ein bisschen abgewogen. Und dann irgendwie in einer 5-Minuten Pause habe ich das Positivity Fatigue sie gefragt, was sie davon halten und so. Ich habe ein bisschen für uns erzählt und so. Und wir sagen, oder du hast irgendwie erzählt, dass es so die Gegenbewegung gibt und dann eben auch die dunklen Seiten der Empathie. Und vor allem bei der Positivity ist lustig, sagt sie, was ist das immer noch so? Und ich, ja, was? Und sie, ja, aber der hohe Positivity-Scheiß haben wir vor 10 Jahren schon gehabt. Ich, ah, okay. Also es ist wirklich wie so ein Lachen, wie so sie, weißt, voll auf der Schiene. Und sie hat ja wahrscheinlich nicht mal Unrecht. Tatsächlich redet man schon seit Ewigkeiten quasi über das. Mm. Und ja, lustig sein. Ja, genau. Ist lustig, dass das irgendwie, also wirklich so die Hardcore-Psychologen, die tun sich ein bisschen schwer mit dem, dass man jetzt, also es gibt eigentlich zwei Lager, oder? Die eine schießt an, dass jetzt das zerschossen wird und die anderen quasi eben sagen dann, ja, es ist eben nichts. Ja, das ist einfach am Schluss, wenn man so ein bisschen, wenn man jetzt so ein bisschen die kleinen Lehren auf der Welt, so das Tal zum Beispiel führen nehmen, oder das Yin und Yang, ja. Dann müssen wir eigentlich ja sagen, dass es eben schon so ist. Man müsste ja einfach die Mitte finden. Und tatsächlich gibt es nicht nur, es braucht das Licht und den Schatten und es braucht einfach immer zwei. Der Dualismus. Genau, zum dann irgendwie die ausgewogene Mitte, was zufällig auch noch ein Thema ist in meinem Leben. Aber damit braucht man einfach so ein bisschen die Gegensätze, um irgendwie die Mitte zu finden, oder? Darum verstehe ich das durchaus, auch bei diesen Psychologen, dass sie dann finden, ja, das Extreme immer da links und rechts, oder? Aber übrigens noch eine schöne Anekdote. Ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit dem Mo. Nicht mit dem Mo, mit dem Gaudat. Wie man immer seinen Namen auch ausspricht, der Google X-Former, ich weiß gar nicht, was er war. Ah, oh, der 1 Billion People Moonshot-Mensch. Genau. Ja, er war für die Moonshots verantwortlich. Moonshots, genau. Ja. 1 Billion Happiness. Ja. Heißt, glaub, oder? Nein. Ja, so. Irgendwie so. Ja. Genau, und er ist lustig, Anni, da im Zuge des Power MBAs hat er so eine Befragung mitgemacht oder hat er so eine Einstiegslektion. Das ist so Learn Your Teacher, irgendwie heißt das Format. Nicht Learn Your Teacher, doch, heißt es so. Ja, egal. Also lernen kennen, habe ich auch sagen. Ja. So auf Deutsch. Ja. Lernen kennen. Genau, und dann erzählen sie so über ihren Werdegang und warum sie was gemacht haben und wo sind und so weiter. Und nachher ist gerade ein neues Buch am Schreiben, das ist Nonidus. Er ist ja Analytiker, oder? Also Programmer, Mathematiker, was auch immer. Und jetzt ist ein System am Entwickeln, wo du nachher herausfindest, wie viel feminine Seite oder wie gross deine feminine Seite ist. Er behauptet von sich selber, seine sei 58%. Das heisst, also die feminine Seite von ihm ist grösser als die maskuline Seite. Und dass es eben tatsächlich einen ganzen Haufen Attribute gibt, da kannst du nachher noch wunderbar weiterführen wahrscheinlich. Grundsätzlich auch in der Business-Welt, es gibt einfach halt maskuline Werte und maskuline Skills und es gibt feminine Skills. Ja. Und eine von den interessanten Aussagen ist, dass er wirklich keinen grossen Business Leader kennt, wo die weibliche Seite nicht grösser ist als die männliche. Also hast du das irgendwie analysiert? Ja, wirklich noch krass. Und er sagt auch, das ist, also wenn wir irgendwie wollen,
weiterkommen, wenn wir irgendwie die Welt retten wollen, wenn wir irgendwie wollen, dann braucht es wirklich. So! Jetzt sind wir jetzt im Thema, oder? Sehr schön. Das Wetter habe ich heute gut gefunden. Nein, geil. Und vor allem auch, wenn er sagt, hey, look, und wirklich scheiße ist, dass der ganze Haufen von diesen Frauen, die jetzt in diesen Leader-Positionen sind, dass man die noch hypt und genau die eben nicht, nein, falsch, schon wieder falsch, aber dass man die Frauen in die Leader-Rollen reinpusht, die eben wieder eine grössere männliche Seite haben. Also aha, machst du eigentlich genau das, was du eigentlich nicht machen solltest, weil nachher haben wir wieder haben wir zwar mehr weibliche Führungspersonen, aber einen ganzen Haufen von denen, die eine überwiegende männliche Seite haben oder männliche Skills haben. Aber wieso? Du hast jetzt gesagt, Leaders haben eher weibliche Seite. Also der Trump ist eigentlich ein... Nein, Leader im Sinne von etwas erreicht, wirklich. Also aha, nicht, so. Nicht narzisstisch in eine Machtposition kommen, sondern irgendwie halt der Elon und der, wie sie alle heißen, oder? Der Elon auch? Ja, scheinbar. Ja. Aha. Scheinbar, wenn man es so genau anschaut. Also meine Kreativität ist mal grundsätzlich ein... Er hat sogar gewagt und gesagt, wenn man auch den former Apple-Chef Gott hab ihn selig anschaut, ja. Wo ja von uns eher so ein Choleriker und ein ja, sehr tougher Manager-Guy rausgehängt hat. Aber eigentlich, wenn man es dann genau analysiert, hat auch er eigentlich und mehrheitlich weibliche Skills reingebracht in die Unternehmung. Also mitunter, also Design, auf Menschen eingehen, was wollen sie, nicht das Produkt im Vordergrund stellen, sondern den Menschen ins Zentrum stellen und so weiter. Also da gibt es ganz einen Haufen, den Skills. Das habe ich recht interessant gefunden und er schafft irgendwie an dem. Und bin dann gespannt, wenn das irgendwann rauskommt. Ja. Sehr gut. Sehr gut, oder? Also ja. Das wäre dann so fast ein bisschen die... hast du ja dann nicht wissenschaftlich, aber ist dann irgendwie nochmal ander, auf eine andere Ebene hergeleitete, einen anderen hergeleiteten Beruf irgendwie von dem, wo du ja immer ein bisschen am Raufen bist dran. Ja, täglich. Ja, du wolltest unbedingt, dass ich etwas dazu sage, aber ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nein. nicht. Nein, ich kann es einfach nie sagen. Vielleicht hast du dann einmal noch... Was hast du denn für Bücher gekauft heute? Du hast gesagt, du hast Bücher gekauft, oder? Bücher, Mehrzahl. Ja, es war eben lustig, weil in dem Interview haben sie ihn gefragt, welches aus ihrer Sicht die paar Bücher sind, die man muss gelesen haben muss. Die habe ich heute alle gekauft. Ja, das. Nein, das sind wir ja. Auch wirklich. Ja, nein. Ja, nein. Wirklich, ich war so inspiriert, ich habe gerade müssen konsumieren. Eben genau. Soul of Happiness, das ist ein sein Buch, natürlich. Ja. Habe ich noch nicht gelesen. Dann der, wie heißt der? Tolle. Tolle? Eckhart Tolle? Eckhart Tolle. Genau. Seine ja. Zwei Bücher. Zwei sogar von ihm. Hui. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt ist eins, oder? Ja. Und das andere ist irgendwie, weiß ich nicht mehr. Ja. Dann noch vom, weiß ich nicht mehr. Und dann noch ein, die 42 oh. Regeln der Liebe oder die 40 Regeln der Liebe aha. Von einer, glaube ich, türkischstämmigen Autorin. Ja, nicht gekannt. Und dann nochmal eins. Aha, ich könnte ihn anschauen natürlich. Ja, also drei sind offen. Ja, schau, ich sage das gerade für unsere Liste, für unsere Liebe. Leute draussen. Also, die schreiben ja mit, oder? Da muss ich jetzt nichts mitschreiben, oder? Also, Michael A. Singer, natürlich aha. Auch unter den Autoren gewesen. Die Seele will frei sein, auf Deutsch. Ja. Die 40 Geheimnisse der Liebe, von der Elif Shafak. Mhm. Dann eben, das von ihm habe ich gesagt, vom O'Gaudet. Dann Baron Katie, Katie Baron. Ja. Sagt er über Liebe. Ja. Klar. Was ist Liebe? Ja. Was ist Lieben? Und vom Eckhart Tolle eben die eine neue Erde und jetzt die Kraft der Gegenwart. Sehr schön. Ja, rechte Esoliste.
Eh so. Ja, schon ein bisschen. Schon, ja. Aber schön. Aufrichten, Hauptes, ja. Oder? So segeln wir, oder? Ins Esoland. Ja, ja. Ja, aber es war geil. Ich meine, ja, eben die Frage war, was muss man lesen, das? Und er hat gesagt, look, die muss man lesen. Aha. Mal. Das gebe ich noch auf eine andere, aber die müssen wir einfach mal lesen. Die muss man auch, okay. Dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Okay. Geil. Kann man anständig sagen. hast du gesagt. Genau. Genau, mit raise hand und nachher so, ja, yeah, Mr. Luther, ja, kann man auch anständig sagen, oder? Ja. Very international. I would like to say something very concrete. Ja. Together ahead, sage ich dann. Ja, sehr schön. Ja, ich habe auch Bücher bestellt. Hast du auch ein paar Bücher? Ja, habe ich auch bestellt. Und zwar ist gekommen... Tod nach Anzeige 2. Ey, ist geil. Das Buch ist wirklich ein Buch des Jahres. Hast du sehr schön schon das letzte Mal eingeleitet, oder? Buch des Jahres. Ja, ja, ich weiß, er ist ja wirklich einfach nur glücklich. Aber wir könnten wieder etwas sagen über ihn. Ja, jetzt habe ich es ja fertig gelesen. Hey, ich find, also können wir nochmal drüber reden, schnell? Es ist, sehr schön. Aber dann, das kann ich ja total offen. Nein, für unsere Leser und Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht. Nein. Okay. Aber überraschend. Überraschend. Der Schluss. Mhm. Also immer noch. Also jedes Mal wieder irgendein hohen Twist, den ich gefunden habe. Hä? Und so auf kürzesten Abstand und doch schlüssig. Doch schlüssig. Und wenn ich aber noch eine ganz kleine Kritik dann anmerken darf, irgendwie habe ich wie am Schluss so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er auch ins Bett. Noch hätte weitermachen wollen. Dass dann wie irgendeiner mal gekommen ist, wahrscheinlich der Verleger, und gesagt hat, hey Brüli, ist im Fall okay, kannst jetzt aussteigen. Hey, jetzt. Nein, er hat ja keinen Verleger. Ist ja BOD. Ah. Ist also alles freiwillig. Sehr geil. Ja, nein, hure cool. Alles schlüssig und geht alles auf. Und, nein, aber es ist eben trotzdem überraschend, weil es gibt doch einen Charakter, der nicht klar ist, wer. Ist nicht klar. Also alles klar ist nicht am Schluss. Nein, aber das macht es ja so spannend. Abgefahren. Irgendwie, das habe ich ja noch gern. Ja. Ich habe gern, wenn ich am Schluss entlassen werde, noch mit ein paar Gedankenwolken. Wer ist es echt? Oder? Ja, mag ich ja. Nein, wirklich. Und die hure Pace hat echt gehabt. Wirklich geil. Ja, muss ich auch sagen. So, jetzt hören wir aber mal auf. Jetzt haben wir es ja gelesen. Er schreibt übrigens kein zweites. Nein. Er hat noch andere 30, die er schreiben will. Aber ich habe gesagt, die Daria ist so geil und der Paddy findet jetzt, die will die heiraten. Jetzt könntest du nicht etwas machen mit... Mit der Daria einfach. Ja, ja, genau. Oder die hat noch ein paar mysteriöse Fälle im Engadin. Ich habe das Buch passend gerade als Überleitung vom Philosoph Wilhelm Schmid, gell, habe ich ja eben da schon ja zum Besten gegeben, Selbstfreundschaft, auch auf LinkedIn. Und der hat ein Buch geschrieben, das heisst Sex Out. Oh, schön. Ja. Und die Kunst, neu anzufangen. Und zwar, fast alle kann es treffen, ein Aussetzen von Sex Out. Was bedeutet das für unser Liebesleben? Dieses Buch bietet 10 mögliche Antworten auf die eine Frage, was sich aus dieser Situation machen lässt. Da ich ja wirklich ein angeregtes Sexualleben habe, habe ich gedacht, ja gut, so etwas kannst du schon einmal an. Also wie geht es echt anderen? Ja, unbedingt. Manchmal braucht es ja einen Aussenblick. Ja, nein, wirklich. Dann kannst nicht immer aus der Betroffenheit handeln. Nein, da muss man einmal in andere Schuhe schleifen. Ja, so vielleicht auch das Ursprungsmotiv wieder zu finden. Genau. Wäre jetzt ein Aufruf nicht gut, hä? Jegliche Art von Aufruf jetzt wäre nicht gut, hä? Ich würde... Ja, ja, nein, nicht, dass wir am Schluss wieder die überfüllten Mail-Eingänge haben. Wir nicht mehr nach. Sehr geil. Nein, das andere ist, das Buch, Training Your Inner Warrior. Becoming Your Own Most Powerful Ally. Von der Robin Rice. Und die Robin Rice ist ja wirklich so ein Nümmerli, noch ein bisschen. Und, schau,
Die hat jetzt da hinten sogar noch eine Rezension von einem Daniel J. aus L. Schweizerland. Haben Sie auch Sweden gemeint? Nein. Hä? Daniel L. Ja, J. aus L. Auf alle Fälle, ja, ist geil. Ist, nimmt mich Wunder. Ist irgendwie so ein Workbook von, was, 21 Tagen oder so. Und sie hat mich eben geaddet auf LinkedIn und dann haben wir tatsächlich einen Call gehabt und haben miteinander geredet. Und jetzt hat sie da irgendwie einfach so ein Programm von 31 Tagen, um den Inner Warrior eben stärken. Und deswegen finde ich das geil, weil ich ja quasi da in meiner Ausbildung ja das Feedback hatte, wo ich so gestruggelt habe mit dem Vortragen und wie viel Agro muss ich sein für die Businesswelt und so das Ding, oder? Dass mir ja da eine Kollegin quasi von Südafrika über gesagt hat, how about changing from male aggressor to compassionate warrior? Und das ist ja die Geschichte und die ist gut. Die ist immer noch da und Compassionate Warrior, ich wollte ein Kämpfer sein, weil ich finde Kämpfen eben auch etwas Spielerisches. Deswegen gibt es doch auch so viele Kampfsportarten, wie man es eigentlich könnte, spielerisch sehen. Deswegen ja, nicht mehr Wunder, wie sie eigentlich Warrior dann ohne in den Krieg zu gehen, oder? Definiert. Und sie ist dann von wo? Washington D.C. Ah, und dann hast du sie schnell angeholt, oder was? Ja, haben wir schnell so einen Zoom-Call gemacht, sie steht gerne früh auf, insofern war es angenehm gewesen. Ah. Gell. Herrlich. Herrlich. Ja. Ja, und dann noch ein Buch, das ich bekommen habe, eigentlich auch über meine LinkedIn-Bubble von der Antoinette. Change How to Make Big Things Happen. Von Damon Centola. Hm? Und zwar vom MIT auch. Hm? Jiggy Jaggy. Ja, dort habe ich immer so die Frage, was denn das Big Thing ist. Wurst, hauptsächlich gross. Ja. Nein, einfach, wie gehst du mit, wenn es zu gross ist, damit um? Es langt mir eben schon eigentlich. Weißt du? Was ist denn quasi, wenn du analysierst alle praktisch grösseren Umstöße oder sowas, oder? Dann kannst du auch wahrscheinlich Muster finden. Oder so die grösseren Veränderungen. Die kannst du ja schon festmachen. In alle also Richtungen. Gesellschaftlich oder selber? Nein, da würde ich jetzt schon mal auf gesellschaftlich gehen oder auch in Firmen, also in Gemeinschaften, oder? Weil das ist ja eigentlich, dort wird es ja spannend, was ist Chemie eigentlich unter den Leuten und so weiter. Insofern, das finde ich eigentlich recht geil, dass man das ein bisschen dem ein bisschen angeht. Was ist denn eigentlich, was sind denn... Ja, eben, siehst du, sind genau die Beispiele, oder? How did movements like the Arab Spring und Black Lives Matter take off when they did, oder? Why did Twitter take hold while Google Plus failed? Und how did Lord Kitchener recruit 2 million volunteers at the start of World War I? Der Weg, weißt du? So historisch. Schön, ja. Wir können auch eigentlich wirklich einfach in Zukunft eine Stunde. Also Bücher runterlesen. Ich hätte auch noch eins, Luke. Hast du mir das mal noch empfohlen? Oh, schön, Maya Göppel. Maya Göppel, unsere Welt neu denken. Nein, nicht Göppel, sondern eben Göppel. Göppels. Ja. Nein, Maya Göppel. Ja. Göppel. Göppel. Langs Ö einfach, wie ein H wäre dort. Ja. Hm. Genau. Und ja, das als Einladung zu verstehen, das finde ich eben auch noch schön. Ja. Oder? Hast du dann gesehen, sie in Sternstunde Philosophie? Weiß gar nicht. Mit der Frau Bleisch. Gibt es eine? Kann man schauen. Nicht? Nein, weiß ich nicht. Ja. Kann man nachschauen. Es ist ja unglaublich, was man nachschauen kann. Und irgendwie, ja, jetzt geht es querlesen wieder los, weil sonst schaffe ich das alles gar nicht. Nein, gell. Es ist gerade wieder viel Info im Feld, muss ich sagen. Huer viel. Ja. Ah, hey, gestern übrigens noch. Haben wir ja Z-Weekly gehabt, oder? Zukunftsbüro. Und das Thema Brain Booster ist ja dann auch, dass irgendjemand irgendein Wissen zum Besten gibt. Und dann hat eben der Sam über die indigenen Traditionen eben erzählt. Nicht? Sehr schön, ja. Gefällt mir, ja. Ja, ist im Fall recht geil. Also, er hat über die Medizinräder
erzählt und wie die so funktionieren und wie da quasi, wenn du das Thema hast, wie man dann die 8 verschiedenen Sichtweisen auf eine Sache anruft. Also dann betrachtet man etwas aus der Kreativität, etwas betrachtet man irgendwie aus der Organisation. Also, und eigentlich ist, die sind alle, die schlüpfen eigentlich in Rollen dann und sind immer die Zweite. Ah, geil. Schau auch da. Die hocken dann im Zelt und sind immer zwei auf einem Thema. Also zwei sind Vertreter dann von der Organisation oder von der, oder von der Kreativität. Und dann, die haben die Rollen scheinbar so ein halbes Jahr oder bis zwei Jahre, die das auch irgendwie Wissen quasi oder einfach Erfahrung eher kann entwickelt werden für das, wo du eigentlich jedes Mal die Rollen einnimmst. Oder? Hure geil. Und nachher, die geben aber keine Lösung. Die erzählen einfach nur die Sichtweise aus dieser Rolle raus. Und du kommst und sagst, du, sollen wir diesen Details in die Schnur hauen, ja oder nein? Und dann sagt Kreativität, ja, weiss auch nicht. Also ich finde, wir könnten auch mal etwas zeichnen zusammen zuerst. Keine Ahnung. Also einfach wirklich aus diesen Rollen raus wird einfach nur gesagt, wie man es kann sehen. Und sie entscheidet nichts. Und dann, wenn alle Sichtweisen dann gesagt sind, quasi, dann geht es zurück zu den Leuten und dann geht es los mit irgendwie Entscheidungsfindung. Aber die Röte quasi, die Chiefs, wie die heissen, die tun nicht entscheiden, die tun nur aus der Rolle die Sichtweise sagen. Abgefahren. Ja, abgefahren, ja. Und das seit Jahrhunderten. Ja. Und da haben wir eben gestern auch herausgefunden, das habe ich auch noch spannend gefunden, dass man immer so sagt, ja, die östlichen Traditionen und so, und dann ist immer gerade, ah, super, ja. Aber so jetzt die westlichen Traditionen, gell, dann ist immer gerade so irgendwie, ja, also was, jetzt ums Feuerli hocken. Das ist krass. Also da ist wirklich, er hat auch gesagt, weil er hat wirklich, er hat 50 Wochen Training bei wirklich, wie heisst es, bei Keepers heissen die. Und die heissen dann wirklich so Sun Otter und so, also wirklich so original. Oder White Eagle irgendwas, da ist die andere gewesen, zwei Frauen. Und die eine hat von der anderen gelernt und mit denen ist er irgendwie unterwegs gewesen und die hat irgendwie jetzt in denen 8 oder 9 Jahre, wo er jetzt da irgendwie in dem Thema ist, hat er 50 Wochen schon, also eigentlich ein Jahr, Retreats bei indigenen Umfeldern gehabt. Ja, das ist abgefahren. Abgefahren. Und zwar wirklich oben am Canyon in der Wüste mit nichts. So. Krass. Fett. Ja, wirklich fett. Und ja, man hat gemerkt, da gäbe es noch Haufen zu erzählen, aber er hat mal einfach bei diesen Medizinrädern hat er mal so schnell den Einblick gegeben. Und die haben im Fall auch sogenannte Protocols. Das ist eben wie bei den Pirates. Die haben ja quasi den Pirates Article oder eben den Gold nachher. Und spannend war der Unterschied. Weil Pirates sind wirklich. Also, das ist wirklich, dass einfach die Crew funktioniert. Und es war wirklich money-driven gewesen mit den Kompensationen, die du bekommst, also eigentlich Sozialleistungen und so weiter. Oder? Und nicht, also da hat es nichts mit Liebe. Da hat es keinen Punkt mit Liebe, oder? Quasi. Wirklich krass. Und trotzdem, einfach damit die Crew funktionieren kann, hat es die Götz gegeben, oder? Und beim anderen wiederum ist krass viel wirklich einfach permanent Perma-Verbundenheit und Perma wirklich Menschlichkeit und in Verbindung gehen und nur so Zeug. Und nur Herz, Herz, Herz. Herz, Herz, Erden, Erde, Herz, Herz, Erden, Erde. Voll ja, krass. So. Eindrücklich gewesen. Ja, das glaube ich. Und auch das im Fall, das mit dem Norden, Süden, also wie heißt es, nie ohne Seife. Das Geile ist, ich weiß nicht einmal mit Eselsbrück. Ja, ja, wirklich. Ja. Maschen wäre aber das Nächste, nicht, dass wir da noch... Maschendrahtzaun. Ja. Das noch, also mit den Himmelsrichtungen, oder? Im Norden ist irgendwie mehr Denken und dann nachher im Süden ist mehr, ich weiss ja nicht genau so. Jetzt, da muss ich eben nochmal fragen, dort habe ich gerade technisch etwas müssen. Auf alle Fälle, quasi, weißt du, wo gehst du dann her? Wo reist du auch her und wo gehst du her? Oder quasi, wo bist du, wenn du handelst, in welcher Himmelsrichtung bist du dann irgendwie meistens? Oder bist du eher im Osten, bist du eher im Westen? Und, also, auch noch, und ja, einfach eben, verbindest du dich noch mit dem Kompass quasi, oder? Also mit der Himmelsrichtung. Universum halt. Und Universum dann, ja. Ja. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, das war es. Da habe ich übrigens auch noch einen schönen Schenkelklopfer gehört die Woche. ja, apropos. Da treffen sich zwei in der Bar. Nachher sagt der eine zum anderen, du, was machst du eigentlich beruflich? Dann sagt er, ich mache einen Schlüssel nach. Dann sagt der andere, ja, wie macht ihr den Schlüssel?
Ah, Jane, ja. Ah, ja, habe ich schön gefunden. Ja. Kann man bringen, sehr gell? Kann man bringen, so jugendfrei? Ich finde, ja. Mm. Das ist ein herziger. Mm-hmm. Oder? Yes. Ja, dann würden wir mal zum Festlichen kommen, oder? Zum Festlichen Akt, genau. Genau. Christine fragt. Ja, wir haben es schon so lange nicht mehr angekündigt. Ja, das irgendwie einfach nochmal. Christine fragt. Jetzt bin ich so konzentriert gewesen. Nochmal? Nein, ist gut. Es ist jetzt einfach, wie es ist. Okay. Ja. Nicht? Ja. Und es ist ja wie immer. Kennst du? Ja, ich kenne es ein bisschen, oder? Schon zwei, drei Mal jetzt gehört, aber ich bin trotzdem jedes Mal so ein bisschen gespannt wie ein Pfeilbogen. Hiermit bewerbe ich mich als allererster hoffentlich für die Aufnahme in meiner Stube. Ihr seid herzlichst willkommen, alle beide, bei uns. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir eine Folge hier von uns aus senden und aufnehmen könnten. Ja, ich hoffe mal, dass sich ganz, ganz viele melden und dass ihr wirklich eine Tour machen müsst. Weil eine Tour, das ist sowas, wo man an ganz vielen Orten ist und immer wieder, weiß ich nicht, in Hotels schläft und ganz wilde Dinge tut. Also so war das zumindest früher, glaube ich, bei diversen Rockbands. Aber da seid ihr, glaube ich, besser bewandert als ich. Und ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele melden. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr hier aufschlagt und wir dann gemeinsam was machen daraus. Meine neue Frage passt ganz gut dazu. Und zwar ist das die Frage, was eure Tankstellen sind. Und zwar eure Tankstellen nicht für die Autos, nicht für Motorräder oder sonstige technische Geräte, sondern für euch ganz persönlich, für eure Herzen, für eure Seelen, für euren Geist. Was immer euch einfällt, also wäre auch spannend zu erfahren, was ihr auftanken müsst ab und zu, vielleicht aber auch auftanken wollt und wie ihr das macht und mit was ihr das macht. Ich freue mich auf die Antworten, auf die Inspirationen und gehe dann schon mal in die Stube, aufräumen, vorbereiten und selbstverständlich würdet ihr auch mindestens einen sehr guten Kuchen oder ein feines Dessert oder ein Menü oder bekommen. Aber gebt's doch zu, darauf spekuliert ihr doch auch. Von Herzen gerne würde ich das für euch machen. Ganz liebe Grüße und bis bald. Ja, da hat sie uns, unterstellt sie uns noch mal, da uns hier durchfüttern lassen. Ja, stimmt. Ja, logisch. Nein, wenn ich mal zum Mittag kann sparen kann. So ein gutes DDR-Schmankerl, weißt du, irgendwie so eine Spezialität aus der DDR, so im Dessertbereich, das will ich mir heizen, ja. Muss ich sagen. So ein Tiramisu mit Spreewaldgurken. Irgend sowas. Weil sie gar keinen Löffel Weisswein hatten, haben sie dann einfach Spreewaldgurken genommen oder so. Ja. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie waren aber recht erfinderisch gewesen, der Name. Also ihre Opa, der hat ja überall gewusst, wo er Zeug besorgen. Oder ist es der Papi gewesen? Jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Ja. Yes. Dingens, noch schnell. Also Kunstkompliment. Ah, stimmt. Wo ist das Kompliment? Ja, weil jetzt bin ich so parat heute für Kompliment. Ja, jetzt haben wir uns so daran gewöhnt. Ja, jetzt sind wir schon so trained. Siehst, und darum habe ich am Anfang wegen dem Happiness-Level gefragt, weil nachher hätte ich nochmal gefragt und dann hätte man genau können messen, was jetzt das Kompliment ausmacht, oder? Aber jetzt sind wir da die ganze Show vermasselt. Ach, verdammt. Ja. Ja, nun. Du, wir haben letzte Woche eine Woche ausgesetzt, vorletzte Woche, und sie haben jetzt das mal wahrscheinlich extra. Jetzt setzt sie mal aus. Ja. Ja, aber jetzt sind wir wieder even, ist gut. Können wir wieder weitermachen. Gut, ja. Tankstelle. Das ist lustig, gell? Man dann tut sie immer ausschliessen, damit man kein Zeich macht. Hast du gemerkt? Ja. Ja, ha.
Also quasi woher? Also ja, was tanken? Könnte man jetzt auch fragen, oder? Also was tanken wir denn? Kraft und Energie? Oder Bier? Bier, ja, eben ja. Oder Shit. Gibt's ja, auch? Kann man schon das eine oder andere tanken. Ja. Zum ein bisschen ablenken. Nein, ich finde es eigentlich eine berechtigte Frage. Man könnte verschiedenes tanken. Was tankst denn du so? Was? Ja, die Frage ist, wo oder was? Ja, und vor allem willentlich, weil Shit tankst du nämlich schon, aber meistens also unfreiwillig. Ja, ich bin da noch relativ einfach gestrickt. Also ich glaube irgendwie so Natur. Natur ist so meine Tankstelle, tatsächlich. Ja. Am liebsten Berge, aber es langt auch ums Haus herum quasi. Ah. Oder? Und dort irgendwie das, ja, das, wie soll ich sagen, so, wenn der quasi das, Zeit ein bisschen fehlt, zum jetzt anhocken und meditieren, dann finde ich, ist rausgehen in die Natur und so ein bisschen achtsam sein im Sinne von beobachten und genau schauen, was man dann so sieht und ein bisschen schauen, wo man gerade durchläuft und was einem dort dann so begegnet, was für Bäume und was für Felder und was für Lichtspiel und was für Schatten und all das Zeugs. Das ist quasi wie so ein bisschen, wie meditieren quasi für mich. Und das ist schon, das bringt, ja, das muss ich sagen, das ist so meine Energietank oder meine Tankstelle, um dort wieder ein bisschen ja, den Alltag irgendwie hinter mir lassen, wieder ein bisschen zurückkommen zum Jetzt und durch das wahrscheinlich auch die Energieblockade wieder lösen, oder? Meistens ist es ja dann das, weil die Energie ist ja meistens wäre ja da. Man findet sie dann gerade in einem Moment gerade nicht. Mhm. Oder? Darum frage ich mich eben, dort bin ich drüber gestolpert wegen dem Tanken, weil das ist eigentlich so ein schönes Bild. Aber ich glaube auch, dass es manchmal gar nicht unbedingt das Tanken ist, sondern ein Mauer abbauen, um wieder den Energiefluss einfach zu schädern. Ich glaube, der Körper ist immer recht parat mit der Energie, nur wird es halt blockiert. Also der Energiefluss wird einfach durch gewisse Haufen Sachen im Alltagsleben einfach blockiert und dort wieder den auftun. Darum ist es eher für mich ein Auftun als ein Gedanken. So. Mhm. Mir kommt gerade in den Sinn. Man kann auch Danke sagen, ist auch schön. Übrigens heisst es ja auch noch gerade Danke, finde ich auch noch lässig. Danke? Eben ja, ich habe auch gesagt. Ja, eben ja. So eine Dankstelle. Dankstelle? Eine Dankstelle eben, ja. Ich hätte gerade gedacht, irgendwie. Ja, das mit dieser Dankbarkeit, ja, da tue ich mir auch noch schwer immer noch. Gell? Mhm. Übrigens sagt ja der. Eckhart Tolle. Nein, der Mo geht dort. Ja. Seine Glücksgleichung, oder? Er als Mathematiker, und das habe ich auch noch schön gefunden, weil eine Frage war dann, warum, oder man muss dort noch erwähnen, dass er eben Business, einen Haufen Weg hat in seiner Karriere, ist bei Microsoft gewesen, bei IBM gewesen, bis hin dann eben zu einem der Leitungsmenschen bei Google X, wo ja, würde ich sagen, die Innovationsschmiede schlechthin ist auf der Welt. Also der, also ja, viel als Innovationsmensch kannst du wahrscheinlich nicht weiter oder nicht viel weiter. Und er war aber nicht glücklich gewesen. Und das ist ja dann so ein bisschen oder ist er zu dem Zeitpunkt glücklich gewesen, als er all das nicht gehabt hat. Und eigentlich dort, wo er dann das erreicht hat, ist er eigentlich gar nicht wirklich glücklich gewesen. Und dann hat es aber noch dann hat es noch Fügung gegeben, dass sein 21-jähriger Sohn ja gestorben ist, der Ali. Und das aus einem quasi Unfall, also aus einem misslungenen Operation raus, also ganz ein easy Eingriff eigentlich, und das ist halt schief gelaufen und er ist gestorben. Und das hat ihm nachher natürlich noch mehr negativ abgezogen. Und er hat aber dann erklärt, warum er denn überhaupt quasi auf eine Formel gekommen ist, weil sein Weg zur Happiness ist auf einer Formel aufgebaut. Und er hat dann einfach gesagt, ja, schau, in dem Moment
bin ich gerade ziemlich emotionsleer gewesen. Also natürlich traurig und schockiert und sowieso aus dem Business raus eben auch nicht happy und so. Aber das Einzige, was ich auch denken konnte, ist binär gewesen. Also das ist mein Beruf 1-2-1-2-1-2, das kann ich, oder 1-0-1-0, das kann ich. Und darum hat er die Formel entworfen quasi, oder? Mhm. Seine Formel war dann gewesen, jetzt ohne das in Zahlen auszudrücken, aber ist gewesen, das Glück in gleich oder grösser als die Differenz zwischen dem, was in deinem Leben passiert ist, und der Hoffnung und der Wunsch und der Erwartung. Das finde ich eben recht schön, oder? Mhm. Und das kannst du eben wirklich darstellen als Gleichung und kannst dort schauen, ob dort die Zahl dann quasi grösser Null oder kleiner Null wird. Ja. So. So zum Thema Danken. Eben auch. Weil das ist ja auch etwas, oder? Du lernst ja irgendwo etwas rein und dann fühlt sich etwas oder nicht. Das ist so das eine Bild. Ja, mir gefällt eben so ein bisschen das Aufbrechen, gefällt mir fast besser. Und jetzt bist du dran. Aufbrechen? Was brechen wir denn auf? Ja, eben die Blockaden. Ja, Blockaden aufbrechen, ja, vom Energiefluss, genau. Ja, als Kind des Digitalen gehe ich ja gar nicht in die Natur. Habe ich es auch schon gesehen, ja. Gemüse tue ich gern sehen, aber nur im Fernsehen. Um da mal als EAV, glaube ich, Zitat zum Besten zu geben. Oh, schön. Ja, also für mich ist wirklich, also Ausdruck, wenn ich wirklich maximalen Ausdruck kann leben, das heisst, es wird wahrscheinlich schon auch so das Thema Flow sein. Das heisst, die Skills sind da, aber du bist recht gefordert, das Umfeld ist wohlwollend, bis angenehm, also ich bin mit mir allein. Auch nicht immer angenehm. Ja, mal, ich muss sagen, wir haben es eigentlich recht gut. Sicher? Ja. Immer besser. Ich und selbst. Ja, ja. Ja, nein, wirklich, es ist eindrücklich. Schön, Selbstliebe. Ja, und Selbstfürsorge vor allem. Selbstliebe ist mir dann schon wieder so, ja, wie ist man ein bisschen zu gäch? Ist man zu gäch? Wie ist es dann gleich so ein bisschen mit. Also, aber nur der Ausdruck. Mit Schmusen. Also. Ja. Nein, ich weiß auch nicht, ja, dort bin ich noch nicht, dort komme ich noch nicht so her. Ich finde es zu viel. Es ist mir auch zu nahe, Selbstliebe, ehrlich gesagt. Aber Selbstfürsorge im Sinn von, so, also weißt du, so Companion-mäßig. So, hey, ciao, was läuft? Ja, cool. Hey, willst du auch ein Bierli? Ja, gern, cool. Ja, hock mal her, hey, cool, ja, hock ich her. Also so Fürsorge mit Alkohol. Du hast einfach mit dir selber immer Happy Hour. Ja, es ist auch lustig, dass ich wirklich jetzt in den letzten Tagen ist immer mehr das Bild von eben, ich sitze am Pier in einem Hafen und lasse die Beine baumeln, oder? Und irgendwann hockt irgendjemand her, weil er sagt, wer bist eigentlich du? Ich sage, ja, bitte Flo, du so. Und dann erzählt er mir etwas. Und jetzt habe ich wirklich einfach, das Bild habe ich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, das ist einfach wie da gewesen und habe immer mehr erzählt und es tut mir irgendwie recht gut. Und es lädt, glaube ich, auch noch recht okay ein. Und jetzt habe ich wirklich recht schöne Begegnungen auch oder Erlebnisse, ja, wo Leute wirklich Lust haben, zum eigentlich recht aufzutun. So. Ist denn der Peer, ist der so ein bisschen verbildlicht? Also wie ist der Peer? Ist das so ein Holzsteg? Holzsteg? Ja, Holzsteg. Und nachher aber eigentlich nur ein Meer? Ja. Also nicht jetzt irgendwie einen grossen Hafen Hamburg mit noch Kränen. Nein, nichts Industrie-Scheissdreck. Schön nass auch in der Piratenzeit. Ja. Also irgendwelche Strohhütten. Also schon okay, so ein bisschen. Also schon ein bisschen etwas Bautz, aber hinten dran. Caribbean, so. Schon eher Caribbean-mäßig, ja. Mit schon ein bisschen Bauten, aber auch so ein bisschen aus dieser Zeit eigentlich gesehen. Ja, und dann mit rausschauen und dann, was wichtig ist wirklich, dass der Zechen ab und zu in das Meer rein, so, weißt, und dann ist er so benetzt und dann kommt das Windli auch und die Meeresluft, die Feuchte und aber so geile auch irgendwie, oder die Lungen irgendwie so gesund macht. Ein bisschen so. Einer. Ja. Und das ist wirklich lustig, das erzähle ich jetzt wirklich x-mal schon in den letzten paar Tagen. Und das geht aber eben so in die Richtung von der Fürsorge. So eben, so Begleiter, Follower-mässig, ich mit mir. Und dort hole ich eigentlich recht viel
so raus aus dem guten Sein mit mir. Weil dann hast du ja keinen Konflikt. Das ist ja mega geil. Also du bist ja eigentlich im Freundschaftsgroove, oder irgendwie? Und auch im Freudvollen. So im, also wirklich, ich stehe morgens auf und sage so, hey, geil, hey, was machen wir heute so? Und dann sage ich, ja, weißt du, also heute, heute haben wir wieder ganz viel Raum irgendwie, weil jetzt, weiss auch, jetzt haben wir ja gerade kein Training, oder? Nächste Woche haben wir das Training, diese Woche nicht. Und dann nachher kommt so ein Tag geschenkt über. Und dann so, wow, hey, was machen wir heute? So, oder? Und dann ist es ja heute verdammt produktiv geworden so, und dann bist du halt einfach in dem Können von halt digitalem Produzieren und Publizieren und so. Dort kannst du, das kann auch Energie nehmen, aber erst quasi, wenn du zu viel willst. Bis zum eigentlich so ein bisschen eine gute Dosis und einen guten Fortschritt gibt mir das recht Kraft, so im Sinne von, ich hab Feuer gemacht, so. Das Gefühl. Ja, aber lustig ist ja noch eben darum, zum gleich nochmal zurück auf die Geschichte mit der vorhandenen Energie, oder? Mhm. Ich glaube eben tatsächlich, dass die schon da ist. Ja. Weil es gibt ja dann, also der Körper mit seinen eigenen Funktionen kann die auch, wenn du gerade irgendwie, also was da immer für Gründe, eben viel geschafft oder viel abgesogen wurde oder was auch immer, gerade das Gefühl hast, du hast einen niedrigen, quasi dem mit dieser Verbildlichung einen niedrigen Energielevel. Und dann musst du aber eigentlich eben nicht, theoretisch muss ich wegen dem nicht in die Natur raus, sondern ich muss einfach happy werden. Weil wenn ich happy werde, passiert etwas im Körper, da werden irgendwelche chemischen Stoffe rausgehauen und dann bin ich nämlich zack wieder parat. Beziehungsweise es kann auch so umgekehrt passieren, dass der Säbelzahntiger kommt und dann habe ich nämlich auch plötzlich Energie. Ja, also ja. Also kann es nicht sein und dann kann ich nicht sehr schnell in die Natur auftanken, um noch so einen Säbelzahntiger davon zu laufen. Sondern ich glaube, der Körper ist durchaus in der Lage, ist eigentlich alles da. Und dort ist so der Happiness-Faktor, glaube ich, ist eben ziemlich entscheidend. Mhm. Oder? Weil wenn du so an die Momente erinnerst, wo dann irgendwie Energie geladen bist, ja, dann bist du meistens nicht unhappy. Nein. Egal was du machst, oder? Sondern eigentlich ist es schon so ein wie erreiche ich den Happy-Moment und dann ist auch der Energiefluss ohne Ende da. Obwohl das ja bei Wut ja auch ist. Gibt es auch, ja, genau. Also, ja, einfach alles. Da einfach andere chemische Stoffe rausgehauen werden. Oder? So meinst du, ja, okay. Also, aber der Effekt ist schlussendlich der gleiche, ja, die Energie ist da. Mhm. Ja, genau. Also etwas will ich sagen, aber irgendwie ist es weg. Ja, es ist alles so. Ah, mal genau. Aus dem Human Design wiederum ist es aber auch so, dass es Typen gibt, wo ich bin so ein, emotionaler Generator. Und mir steht wirklich im Fall einfach Energie zur Verfügung. Das haben eben im Fall nicht alle Menschen. Das heisst, ich wache wirklich morgen auf und habe Energie, die mir zur Verfügung steht. Das weiss ich auch, bewusst oder unbewusst, und aus der mache ich etwas. Es gibt aber schon die im Fall wirklich am Morgen aufstehen und die Energie nicht haben. Das heisst, die müssen sich anders organisieren, damit sie zu Energie auch kommen. Und das finde ich aber recht spannend, weil das so mit eben so wieder halt in Teams, oder? Im Sinne von, hey, geil, oder? Heute geht's los und so. Und der andere braucht länger und dann so, ja, Mann, hey, wieso brauchst du dich immer so, oder? Das ist ein Scheissdreck, so kann ich nicht arbeiten, quasi, oder? Dabei ist die Typen, also, ja, sind die Typen wirklich verschieden und vielleicht kommt der dann irgendwie ab dem 2. Aber wenn man das nicht wissen, dann nachher, ja, versuchen wir halt immer alles gleich zu schalten. Also biorhythmusmäßig. Ja, hat vielleicht Biorhythmus oder was auch nicht, eben Energietypologie, was weiß ich, was es da alles halt gibt. Wenn man das mal ein bisschen wüsste, oder? Dann nachher, ja, wie mit den Schlafgeschichten, oder? Der eine braucht mega viel Schlaf und der andere weniger, aber weil er einfach das Energielevel halt muss anders reproduzieren, sozusagen. Ja, aber der Quintessenz wäre ja eigentlich, dass man sich halt einfach in das Jetzt irgendwie einfach mal muss geben. Weißt, ohne irgendwie vielleicht auch da wieder nach der Lösung zu suchen oder nach der Typologie, nach der Schubladisierung, sondern einfach halt mal spüren. Also, ja, was tut mir denn gut? Was muss ich denn machen? Weil es gibt ja den, der sagt, am Morgen, es müssen auch nicht alle am Morgen Energie haben. Oder? Sondern der, der am Nachmittag um 2 dann irgendwie auf seinem höchsten Level ist. Ja, da bin ich schon müde zuerst mal. Finde ja das aber auch noch toll, dass er erst um 2
Weißt, da wieder ist ja gesellschaftlich gesehen, versuchen wir ja den auch auf die Morgen um 7 Uhr zu trimmen. Mhm. Oder? Weil ja alle so mit sind und weil wir morgen um 8 Uhr das erste Meeting haben. Aber eigentlich muss ich ja dem seine, eben, ich muss dem seinen Rhythmus lassen und sagen, okay, du bist der Zweimann. Aber für das müsste man ja mal das alles ja wissen, oder? Das müsste man ja mal alles irgendwie. Und ich meine, ich habe das Gefühl, wir haben genug so. Da gibt es ja jenste verschiedene Sachen, die typologisiert, ohne dass man sich dann gerade wahnsinnig muss bewerten. Aber dann wüsste man mal, okay, ja, du bist der Typ. Wir haben das auch gehabt. Wir früher da irgendwie auch, wie die Eulen, oder wie heisst die? Ja, das weiss ich jetzt nicht. Aber da wegen dem Schlaf und so, oder? Ich meine, ich habe zweimal mit solchen zusammen geschafft. Die ist einfach eigentlich aber eins in die Firma gekommen. Scheißegal, weil also mich hat das nie gestört. Hast ja gewusst. Nein, du hast ja gewusst, am Morgen musst du nichts wählen und nachher kannst du dafür bis in die Nacht irgendwie noch und wenn du morgen kommst, ist schon wieder Zeug gemacht. Also ist ja gar nicht so schlecht. Ja, aber die Frage ist eben, was muss ich jetzt herausfinden? Muss ich jetzt etwas herausfinden oder muss ich einfach irgendwie den Rahmen schaffen oder den Raum schaffen, dass das einfach Platz hat? Also was muss ich herausfinden? Ein bisschen Wissen voneinander wäre schon noch gut. Aber ja, ist mal wo. Ja, also wenn aber immer erst um 2 in der Maschine, ja, du, aber auch dann gibt es noch die, die sagen, du, also ich verstehe überhaupt nicht, warum du erst auf die 2 kommst. Also, ja. Dann sagt er zu Abend um 9 Uhr, verstehe gar nicht, warum ich immer noch da bin. Ja, können wir ein Meeting machen auf die 10 Uhr? Ich verstehe überhaupt nicht, dass du jetzt schon wieder müde bist. Ja, ich weiß. Ja. Man will ja gerne, eben, das eine ist auch wieder der Wissende, oder? Der will ja gerne wissen, warum was jetzt die alle so sind. Ja, schon, aber es geht mir gar nicht um Typologisierung und Schubladisierung. Es geht mir wirklich um das gegenseitige Verständnis. Also uns hat das eben mega cool von dem Team, dass wir gewusst haben, zum Beispiel, was sind die Arbeitspräferenzen und so Zeug. Das ist einfach cool gewesen. Da hast wirklich einfach, wenn man es nicht stigmatisiert, oder? Also ja, mit dem, ja klar, wie immer. Mit Wiss, zwei Typen nicht ein 14.00 auf die Stirn tätowieren. Nein, aber mit dem Wissen steigt die Verantwortung. Ja. Mhm. Was mich dann dort innerhalb von denen noch wundern würde, ich meine, es gibt auch faule Soi, oder? Wo einfach Nein, die gibt es nicht. Nein, ich verstehe es ja. Eben darum sage ich, das ist also, ich finde die beides cool. Ja, sehr schön. Gut. Unser SEO-Mann, weißt du noch? Der. Also, Techies haben das noch aufgelebt. Techies, ja. In der Nacht. Und, nur die Marketer sind parat am 8. am Morgen. Immer. Whatever. Ja, du Tankstelle, sonst nochmal, machen wir schnell so einen Clubhouse-mäßigen Refresh. Also, gefragt sind wir worden, was sind unsere Tankstellen? Menschen bei mir noch. Eben, also, gell? Habe ich überlegt. Beziehungen, ja, oder? Menschen. Also Beziehungen, nicht im Sinn von Absaugen, sondern im Zusammen irgendwas tun, erleben, zusammen sein. Mm. Schon, das, ja. Aber ich merke schon, ich ziehe viel aus dem Wirken, aus dem Tun. Das macht mich glücklich. Das ist du bist wirklich so permanent irgendwie in etwas, wo du irgendwie eben kannst oder so, mehr oder weniger. Das habe ich mir einfach wie angewöhnt. Ja, eben, ich bin dort im Fall auch ein bisschen, da habe ich im letzten Jahr gerade, ist mir das so ein bisschen durch den Kopf, ich weiss es amigs gar nicht, ob es auch ein, ist ja immer die Frage, was würdest du sonst machen, wenn du nicht das machst? Weil das ist immer, glaube ich, ähnlich, oder? Also immer was noch produzieren und rauslassen und es entsteht ja auch etwas, das ist ja noch alles. Ja, voll. Oder? Also wenn du dann irgendwie etwas machst, wo nichts daraus entsteht, sondern wo reine... Das habe ich aber schon auch, weil einfach vielleicht etwas nicht funktioniert. Aber es ist mir wie wurscht, weil ich auch so viel raus, dass das irgendwie wie nicht darauf ankommt. Ja, aber du machst trotzdem etwas. Also weißt, es kommt ein Resultat raus. Es gibt ja aber eine Beschäftigung. Aber es muss nicht immer gut sein. Weißt, es kann auch so sein, dass das nachher eben... Ja. Nein, nicht, aber es gibt trotzdem einen Output. Ja. Aber es gibt eben so Beschäftigungen auch von Menschen, die ja nicht in dem Sinne, also weißt du, so repetitive Aufgaben, wo jetzt nicht den Output generieren. Aber das haben wir natürlich schon und das ist ja, mich befriedigt das auch, aber ich habe mich auch schon gefragt, ob ich mich da auch selber ein bisschen anschiesse, ob das wirklich so ist oder nicht. Mhm. Ja gut, aber ein Gefühl, dass du Energie daraus nimmst, bekommst, dem kannst du schon vertrauen. Ja, glaube ich auch.
glaube ja. Kind will ich noch gerne ins Feld führen. Damit wir da ja, noch. Das immer ein bisschen, aber das Quote. Quote-Daddies, oder? Das ja, aber dort ist auch wieder die. Sorry, da bin ich gerade wieder beim Happiness-Faktor. Weil das ist eigentlich der Grundzustand der Kind. Ist einfach grundsätzlich happy. Mhm. Oder? Und alles andere ist irgendwie durch äußere Missumstände oder inkonditioniert. Da gibt es ja auch ein Experiment, 1920 oder so, wo ein, ich weiß nicht, wie er heisst, Wissenschaftler, mit einem kleinen Baby antrainiert hat, dass es muss Angst haben vor Ratten. Als Kind hat am Anfang irgendwie ganz normal auf das Tier reagiert oder auf die Tiere. Und er hat dann aber jedes Mal, wenn das Tier reinkam, hat er einen Geiss gemacht. Das hat er über eine gewisse Zeit gemacht. Und nachher hat das Kind wirklich angefangen zu brüllen. Kaum ist so eine Ratte in die Nähe gekommen. Genau. Ja. Das Schöne daran ist aber auch wieder Neurosensitivität. Nein, Plastizität. Ja. Du kannst das auch wieder abtrainieren. Mhm. Und das ja. Ist, glaube ich, auch etwas, was sich die Leute nicht so bewusst sind, aber das kann man. Ja, das kann man eben, genau. Und da bin ich ja wirklich eigentlich in aktivem Austausch mit dem Dr. Psycho, gell? Weil da er wirklich immer wieder über die Anhaftung, ja, redet und so. Und kann man das überwinden? Und wo ist die Grenze von nicht überwindbaren? Aus Prägung oder aus Genetik, oder? Und aus, er sagt immer wieder, aus der Biografie. Und ja, das kann ich fast nicht akzeptieren. Das ist wirklich krass. Ja, wirklich, get over it. Nur, natürlich, oder? Trauma. Weißt du, also wenn wirklich mal dann. Also, red mal mit denen. Get over it. Ich habe das Gefühl, ja, get over it, aber dann braucht es vielleicht länger. Und wenn halt das so lange geht, dass du nicht mit dem Leben schaffst, oder? Quasi. Ja, vielleicht, wenn du irgendwie noch 50 Jahre mehr kommst, hättest du dich auch geschafft, weißt du, von der Funktion her. Das ist die Statistik von. ist nicht gegangen, ja. Dabei ist also, ja, ist zu früh fertig gewesen. Ja, aber das will mich jetzt, da muss ich mal noch reinlassen, aber das will mich schon wundern, was denn dort so ein bisschen die von den gelernten oder gestudierten Psychologen, was denn dort so die. Wie sagen wir denn? Die Argumentation ist, oder die Erkenntnis. Ja, die Erkenntnis mehr. Mm. Ja, sie kommen halt auch immer wieder von dieser Kontemplation, das heisst von dem, wo ist, ja, dass man das anerkennt, wo ist, dass man dem Raum gibt und nicht einfach sagt, eben so Positivity-mäßig, ja, ist ja gut, dass du jetzt irgendwie vergewaltigt worden bist, aber get over it. Und das merke ich schon, da gibt es so Grenzen von get over it. Aber eben ja, also auch dort gibt es, glaube ich, Sichtweisen, wo ich auch von Leuten verschiedene Sachen höre, wie man damit auch wirklich umgeht. Und ich habe nicht das Muster gefunden, dass quasi jetzt, weißt, leichter oder also schwerwiegender und weniger schwerwiegender ein Faktor wäre, sondern es ist wirklich. Aber eben, dann kommt sehr viele Parameter rein. Also weißt du, wie viel Urvertrauen hast du dann trotzdem noch, aber es ist passiert und bla bla bla. Also, pff, ja, mir ist das heisse Eisendynamik. Ja, ja, absolut. Also, es übersteigt dann auch mein Wissen, ganz ehrlich, oder? Ja, und es erlebt dann eben auch, oder? Es erlebt, ja. Also, dort, ich frage mich schon manchmal auch, was denn die Unterschiede sind, oder? Die Ausprägung. Warum kann es der eine, warum kann es der andere nicht? Ja. Vor allem, wenn jemand will, das finde ich eben auch so krass, oder ich will ja, aber ich kann nicht. Mhm. Was ist denn da los? Oder? Also was braucht es denn noch quasi, wie so, weißt, und auch manchmal, was immer wieder staunen ist, wenn alles Wissen da ist, was es dann aber noch braucht, bis das Embodiment und der Zugang zu der Emotion dann wirklich noch möglich wird, oder? Ja eben, aber das ist ja das Problem, oder? Das ist ja das angelernte, antrainierte Wissen. Das verhindert ja eben ganz fest die Erreichbarkeit auch von der tiefer liegenden Ebene, wo dann mit dem Thema schon arbeiten können, glaube ich, oder? Mm. Und ja, interessant auch, dass Angst, apropos Energie, dass Angst den Energiefluss kappt. Ja, und dort ja ganz viel dann auch Respekt haben, eben zum, also einerseits
von äußeren oder Angst vor äußeren Umständen, aber auch Angst vor dem eigenen Inneren, oder? Darum finde ich, das bin ich heute auch übrigens drüber gestolpert, über das Akzeptieren vom Jetzt und nicht vom Jetzt, sondern vom Ist, oder? Das ist, glaube ich, schon ganz eine grosse Nummer. Ja, gell, grösser als man meint. Ja. Mm. Und ich habe gefühlt relativ gut eben mit dem umgehen. Aber da gibt es natürlich ganz andere. Yes. Wo das schon eine grosse Sisyphus-Arbeit ist, wo man immer wieder dann zurückrollt und es eben nicht schafft. Ja, genau. Also das finde ich schon auch, find ich extrem spannend. Ja. Ja, liebe Leute, unsere Healing-Stunde. Gell, was ist denn los? Neigt sich der Menti. Du, wir sind gar nicht mehr so lustig. Darum habe ich noch einen Witz gebracht in der Hälfte. Ja, genau. Neuerdings ist ernst und dafür bringen wir jetzt noch einen Witz. Genau, zur Auflockerung. Der Quotenwitz. Ja, es hat gekehrt. Wir sind halt jetzt auch älter geworden, ist halt ernst jetzt. Ja. Ja, das geht manchmal schnell. Sehr schön. Ach Gott. Ja, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal einen kleinen Aufruf. Und zwar, letzte Woche schon gemacht, aber es gibt ja ein neues Format. Ich habe das übrigens einfach selber erfunden. Die Stubete. Die Stubete finde ich eben auch noch geil. Ist ja gut. Super, ist angenommen. Followers.jetzt Stubete. Das ist das Format, wo man direkt so in den Stuben raus sendet. Und da warten wir noch auf weitere Anmeldungen neben der Christine. Da kann man sich einfach melden, es gibt kein Formular. Nein. Wir kämen dann wirklich ungeimpft, wenn das, also... Hast du ja angemeldet jetzt? Nein, aber das Geile finde ich, dass bei uns eben beim Biergarten Maskenpflicht, oder? Und drüber geschrieben war, auch Geimpfte. Ehrlich? Ja. Das ist geil, ja. Zwei Klassen. Bier trinkst du denn wie? Röhrli. Oder aus, aus der Spritze. So mit einem Löchli. Ich glaube, das wird noch lustige, Infused Beer. Lustige Szene geben in den nächsten paar Monaten. Wir sind auch letzte Woche das erste Mal in so eine kleine Gartenbeiz dann zum Mittag holen. Ja. Oder geschwind angeguckt und so. Und sie haben so selber keinen Clou gehabt, was sie jetzt mit uns machen sollen. Dann haben sie irgendwie, sind wir angeguckt und haben die Masken abgezogen. Ist sie aber schon zu reingekommen und gesagt, nein, ihr müsst die Masken anlassen, bis ihr das Cocky oder das Mineralwasser vor euch habt und dann dürft ihr sie abziehen. Okay, gut, dann haben wir es so gemacht. Also, so. Oh, well, ja. Nee. Aha. Ein Anentasten an. Ja, aber es ist eigentlich die Hochzeit für alle Regelliebhaber und Regelvermittler und Vermittlerinnen. Jetzt kann man das mal ausleben. Look, ich glaube, wenn alle Menschen oder nur die Hälfte der Menschen so viele gute Bücher gelesen hat in den letzten anderthalb Jahren wie wir zwei, dann wäre die Welt tatsächlich schon ein Stückchen besser. Wir gehören eben zu den Guten. Wir gehören zu den Guten. Ich weiss noch nicht, wo die Schlechten sind und wer die Guten sind, aber ich bin Team A. Auch da, Yin und Yang. Gut und böse. Ja, gibt's einfach. Hell und dunkel. Ist einfach da. Auch das ist ein Akzeptieren vom Isch. Ja. Ist einfach so. Zum Beispiel Hoi und Ciao. Genau. Liebe Leute, ich bin, du bist der Flo? Nein, der Hoi. Ah. Und ich bin mit Ciao zusammen.